Hallo, liebe Kinder und liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Tanja Carstens und darf euch und Sie herzlich zu unserem Kubu Kimu Kindergottesdienst Podcast begrüßen. Kubu Kimu ist die Abkürzung für Kunter, Bunter, Kindermorgen und das ist schon seit Jahren unser Kindergottesdienst der Heider Kirchengemeinde, der mindestens einmal im Monat in der St. Jürgen Kirche stattfindet. Zurzeit wird die Kirche ja umgebaut. Und deswegen gibt es das Konzept St. Jürgen unterwegs. Und der Kindergottesdienst findet statt, aber in anderer Form. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir euch Kinder erreichen können und wie wir mit euch einen Kindergottesdienst feiern können. Die Zeiten sind ja ganz verrückt im Moment. Wir dürfen nicht einfach raus zum Spielen und uns nicht mit Freunden treffen oder zu Oma und Opa fahren. All das geht im Moment nicht. Und das zu verstehen ist manchmal sehr schwer. Aber es ist wichtig, dass wir alle uns an die Regeln halten, auch wenn es schwer ist. Auch wir haben uns an die Regeln gehalten und haben alle einzeln zu Hause unsere Beiträge eingesprochen. Und Steffi Spenn hat dann alles zu einem Gottesdienst zusammengeschnitten. Franz Spenn hat die schöne Musik auf dem Klavier beigesteuert. Christine Hug hören wir gleich mit einem sehr schönen Gebet und Hanna Schulze mit einer kreativen Idee mit Steinen. Vielen Dank an euch alle. Und nun feiern wir Gottesdienst und wir feiern den Gott, der uns dient. Wir glauben dem Sohn, der für uns leidet und wir erflehen den Geist, der uns zum Frieden führt. Amen. Normalerweise sitzen wir am Anfang des Kubukimus immer noch mit allen gemeinsam in der Kirche. Neben zwei Liedern, die wir dann mitsingen, beten wir auch immer noch gemeinsam ein Gebet. Das wollen wir natürlich auch diesmal tun, und zwar tun wir dies in Form eines Handschalengebets. Dafür nehmt ihr eure beiden Hände und legt sie ein bisschen übereinander, sodass ihr eine kleine Schale formen könnt. In Gedanken legt ihr nun etwas in die Schale, was euch glücklich macht. Nun legt ihr etwas in die Schale, was euch gerade traurig macht. Und zum Schluss legt ihr ein Geheimnis in die Schale. Damit Gott das auch wirklich alles ansieht, könnt ihr jetzt eure gesamte Schale auch noch einmal in die Luft schmeißen, um sicher zu gehen, dass es auch bei Gott ankommt und der das Gebet erhört. Amen. Hallo, meine Lieben. Mein Name ist Hanna und ich möchte heute gerne mit euch basteln. Da das Basteln in jeden Kubukimo gehört, darf es natürlich auch in unserem Kubukimo-Podcast nicht fehlen. Aber ihr merkt schon, da ein gemeinsames Basteln nicht möglich ist, wird das Ganze heute etwas schwieriger. Daher werde ich euch jetzt Schritt für Schritt erklären, was wir basteln. Dabei könnt ihr erstmal ganz entspannt zuhören, denn die Bastelanleitung findet ihr danach auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ein Link hierzu findet ihr in der Beschreibung zu diesem Podcast. So könnt ihr dann ganz einfach im Anschluss in eurem eigenen Tempo nachbasteln. Klingt gut, oder? Also legen wir los. Wie ihr bestimmt wisst, ist bald Ostern. An Ostern ist Jesus von den Toten wieder auferstanden. Das feiern wir Christen meist mit einem Fest mit der ganzen Familie. Leider geht das dieses Jahr nicht so einfach, und viele Menschen sind daher sehr einsam und traurig. Um diesen Menschen etwas Freude zu bereiten,
wollen wir heute gemeinsam Ostersteine bemalen. Für eure Ostersteine braucht ihr gar nicht viel. Es reichen ein paar Steine und verschiedene Farben. Achtet bei den Farben darauf, dass diese wasserfest und schön kräftig sind, damit sie auch lange halten und gut zu sehen sind. Ihr habt alles zu Hause? Super, dann kann es gleich losgehen. Ihr habt schon so viel gemalt und gebastelt, dass ihr nicht mehr genug Farben im Haus habt? Dann guckt doch mal auf die Seite eures Lieblingsbastelladens. Vielleicht bietet dieser gerade einen Lieferdienst an und ihr könnt auch diesem eine Freude mit eurer Bestellung machen. Wenn ihr Steine, verschiedene Farben und eventuell einen Pinsel bereit habt, dann kann es schon losgehen. Bemalt eure Steine zum Beispiel mit einem hübschen Frühlingsmotiv, ein paar Ostereiern, eurem Lieblingstier oder auch einfach nur in ganz bunt. Wenn ihr fertig seid, lasst die Steine gut trocknen. Dann geht es ans Verteilen. Macht einen kleinen Spaziergang in den nächsten Park, die Innenstadt oder auch zu euren Omas und Opas und versteckt die Steine dort. Derjenige, der eure Steine dann findet und vielleicht gerade traurig war, wird sich bestimmt über euren kleinen Ostergruß freuen. Und vielleicht findet ihr ja auf eurem Spaziergang sogar selber einen hübschen, bemalten Osterstein. Lasst uns beten und Fürbitte halten. Ungewissheit und Angst erfüllen in diesen Tagen unsere Gedanken. Wir sind in Sorge. Wir sorgen uns um unsere Lieben. Behüte und bewahre sie. Wir sorgen uns um das Zusammenleben in unserem Land. Wir schauen auf das, was kommen wird. Wir sind hilflos. Der Coronavirus bedroht die Schwachen. Bitte sei für die Kranken da. Behüte und bewahre sie. Wir bitten für unsere Familien, dass ihr Zusammenleben von dir gesegnet ist, dass sie in Freude und Leid beieinander bleiben und einander stützen. Wir bitten für unsere Familien, dass sie sich aneinander freuen und viel Zeit miteinander verbringen können. Wir bitten für unsere Familien, dass alle aufeinander achten und keiner den anderen klein zu machen versucht. Wir bitten für unsere Familien um Geduld miteinander, wenn wir uns aneinander ärgern. Lass uns dann deinen Frieden spüren, aus dem wir wieder zueinander finden. Wir bitten für unsere Familien, dass wir unser Miteinander, unser gemeinsames Leben aus der Kraft deiner Liebe leben und sie aneinander verschenken. Wir beten zusammen das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ihr möchtet, öffnet ihr nun eure Hände wie eine kleine Schale, um den Segen Gottes zu empfangen. Gott segne und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.